Wenn einen der Morgen so zurückhält, ja, ich komme gar nicht so vorwärts. Das könnte man ja einfach liegen bleiben daheim. Aber nee, es geht raus. Heute geht's raus. Es hat dann doch nicht geklappt beim Rausgehen an demselben Tag. Aber heute ist soweit. Heute geht's mal wieder raus. Ich freue mich, ey. Machen wir eine kleine Wanderung, oder? Oh, ey. Viel Spaß beim Wachsen. So, ich glaube, das war mal Brauerei gewesen. Sehe ich doch sofort. Oh. Schöne Kastanie, hä? Oh. Wir sind noch aufgetankt, ja? Jetzt sind wir ready. Ah, noch nicht ganz. Gucken wir, ob es noch was vom Bäcker gibt. Ob sie gestärkt sind, weil die Tour, also was war? 3,5 Stunden, ja? Total. Wir sind hier übrigens am schönen Neckar, gell? So. Ich hab nichts gefunden zum Essen. Müssen wir so durch. Oh, erste Brombeeren. Ja. Heftige Ritter-Vibes hier, heftige Ritter-Vibes. Und wir hatten schon erraten, wo wir sind, hä? Schloss Hirschhorn. Ah, ja gut. So schön, komm. Und du? Komm. Hey, du sind so früh als Sklave, ey, hä? Oh, die Ritter. Und alles, was dazugehört. Ja, Hirschhorn ist nicht weit weg vom schönen Heidelberg auch. Einfach da nur noch Richtung Fluss, jawohl. Oh, Neckar entlang. Kommt man da zur Perle. Jetzt sind wir hier auf dem Neckarsteig, jedenfalls Teil der Fuhr. Ich bin richtig aufgeregt, die Heimat wieder zu entdecken. Geil. Mach dich weg. Oh, du, alles Sandsteh, Sandsteh, Sandsteh. Und hier ist die ganze Burg. Sandsteh. Das hab ich doch gelesen. Wie für die Sissi erbaut worden, hä? Das müssen wir nochmal recherchieren. Ja, so viel Zeit für Abenteuer muss sein, ey. Machen wir einfach mal los, ey. Einfach mal. Naus! Ah, ist doch schon alles da, immer. Ah, irgendwie ist gar keiner da. Bin ich allein? Ausnahmsweise halt mal. Sonst hier Landjäger ohne Eintrag. Oh, so schöne Eiche. Ja, hier gibt's schon die erste Auswahl. Ja, aber wir machen natürlich hier weiter im Steil oben aus. Jawohl, kein Problem, oder? Survival in der Heimat, ey. Wieder Eiche. Das ist eine Tanne. Bin schon wieder ganz fröhlich wehmütig. Ich kann mir das vorstellen, wie die da als Sklaven sind, ey. Was haben die für Gepäck dabei gehabt? Das einmal würde ich gerne mal probieren.
so zumindest mal kurz danach in diese Zeit. Also ich rede jetzt irgendwie vom Mittelalter oder irgendwie da so, ja. Wie das voll war. Ja, so ein Stecker dabei gehabt und so durch. Und mehr nicht. Ich habe noch ein Handy dabei und ein Messer und ein Geldbeutel. Auf jeden Fall nicht zu viel, gell? Sei noch nicht reif, gut. Der Rest finden wir doch, oder? Das kriegen wir doch alles hin, ey. Auch wenn am Anfang die Beine so ein bisschen, soll ich sagen, die Beine sind ja gar nicht mehr gewohnt, ja. Geht über zur Hüfte, die da wahrscheinlich auch viel mehr Bewegung braucht eigentlich. Eigentlich viel mehr Bewegung. Und einfach draußen sein. Dass das so verschwindet, wenn man da immer so Sachen am Computer zu tun hat, ey. Brutal. Geld verdienen, ey. Schiffe schaffen. Oh, apropos. Ich glaube daran, dass man halt sofort gleich das machen soll. Nicht erst warte. Ich kann nicht warten. Also ich muss das gleich ausprobieren. Ausprobieren und dann gucken wir mal, wie das war. Und dann wird es in den normalen Alltag wieder neu optimiert. Ja? Was so gut tut. Dass das so hier oben Luft angeht. Ja? Wenn ich doch mehr draus sein will, dann kann ich mir das doch also einfach hinaus. Manchmal wird zu viel nachgedenkt, ey, hab ich schon mitgekriegt. Zu viel nachgedenkt, schon zu fern weg. Wenn ich schon zu fern weg davon bin, ja, dann wird es auch immer schwieriger, da wieder hinzukommen, der Weg wird. Aber ist nur hier oben so gedacht, ja. Eigentlich ist es ganz einfach. Einfach einen Schritt vor, so. Boom, geil. Und weiter. Ja, manchmal geht es auch allein los, ey. Bis zu jeder Zeit hat oder bis man sich abgestimmt hat. Es ist natürlich immer schöner, je nach gegebenen Anlass, zu entscheiden, will ich jetzt allein oder machen wir zusammen eine Tour. Dann haben wir schon wieder die Zeit, die so schnell verfliegt und man nicht immer alles planen kann. Und heutzutage, also ich sag mal so, vorher, früher, ich glaube, da ist immer ganz einfach durch die Welt gelaufen. Oder halt gar nicht. Da waren wir entweder wandern oder daheim. Und nicht alles gleichzeitig am Tag. Nicht daheim und auch nicht wandern. Haben wir es wieder. Ah, schade. Das sind leider nur Spuren von der Neuzeit. Irgendwer was hingeschmissen. Naja. 300 Höhenmeter haben wir schon gemacht. Fühle mich richtig geil. Wenn ich mal drin bin, dann läuft es so, der Apparillo. Dann läuft es so ab. Maschine nach vorne, ey. Heute haben wir einen Geburtstag. Geburtstag. Was mich am Leben und meiner Meinung nach gesund hält, ist immer wieder Neugier. Neugier auf, was ist da jetzt hinter dem Baum? Was ist jetzt neu? Wie war das früher? Und das macht richtig Spaß. Gehe ich voll drin auf. Sachen probieren, Brotbacke, Bierbraue, die Kultur- und Handwerksfähigkeiten. Zumindest mal hinschnuppern, ja? Zumindest mal hinschnuppern und als Sache wieder übernehmen. Klappt es? Macht es Spaß? Kein Zwang, ja? Bloß nicht zwingen da. Sind wir den Zwingeberg? Also noch nicht. Da, die Neckarschleife, ja, geil. Oh, ich glaube, jetzt bin ich in Baden. Kann ich nicht so genau sagen, wo hier die Grenze ist. Zwischen Hessen und Baden-Württemberg. Jo, ey, ist doch kein Problem. Aber da unten das Schloss, also da ist auf jeden Fall noch Hessen da unten. Und wir gehen jetzt voll in der Oderwald rein. Da hinten rein. Da hinten rein, da hinten nimmer. Nur noch 3 Stunden. Da ist jetzt wieder so ein Platz, ey, da kann ich mir gut vorstellen, wie die da als gesessen waren. Mit ihren langen Mäntel. Auch unbedingt ein Mantel. So ein langem. Also wenn es jetzt wieder kühler wird, gibt es ein langes Mantelgewand, ja. Viel natürlicher. Da suche ich schon immer hier so Leder. Bio-Baumwoll-Merch. Das ist ein schöner Hut, günstig gekriegt. Und Quittebaum dabei. Ich habe natürlich noch Feuerzeug dabei, aber da ist Benzin. Hat man ja gemerkt, ich bin in der Kirche, gell. Da waren sie als gesessen, also ey. Komm ich da her an den Platz, dann spüre ich da, geh so meinem Instinkt nach. Brennnessel Drive-By. Gott, hey, wir sind ganz leer. Hier ist weit und breit niemand. Sind wir jetzt ziemlich weit oben auf dem Kamm angekommen. Aber jetzt haben wir erstmal nur Grad, soweit ich das in Erinnerung habe. Oh, das ist eine Silberbuche. Guck mal, wie die glänzt. Oh. Das ist ein Grünspecht. Bude! Oh, Baumschule. Das sieht doch gut aus. Bis aufs Plastik. So, wir leben Wald und rummeckern. Geil. Guck mal, was ein Unterschied. Achtung. Und?
kann man schon wieder Weisheit ableiten. Immer schön in der Mitte bleiben. Immer schön in der ausgeglichenen Mitte. Da waren sie doch schon wieder gesessen, also, oder? Hier ist eine Kröte. Ey, Kumpel. Weißt du, wie wir Menschen sind? Wir wollen immer so ein bisschen Aufmerksamkeit. Kann dir jetzt doch nicht egal sein, dass ich da bin. Viel Resonanz habe. Komm, da. Danke für die Lehrstunde, Kröte. Mr. Kröte. Geh da ohne Aufmerksamkeit und Resonanz. Danke, das war wieder eine wichtige Lektion. Einfach durchlassen hier, was ich wieder will von Ihnen. Hä? Nee, haben Sie recht. Gerade zur Mittagszeit. So. Oh, voll im Saft. Haben wir schon die Hälfte? Ich war kurz abgelenkt, so mit Gedanken ganz woanders. Boah, da ist er schon wieder an der Brombeeren, ey. Also, ich schmecke ganz anders als aufs Hirschhorn. Das sind jetzt eher so Waldbrombeeren, ne? Das andere war so Städtchenbrombeeren. Schon deutlich Unterschied von der Größe. Richtig kernig, knackig. Boah, geil. Ein Wanderer, der früh morgens schmunzelt, mittags nicht die Stirn verrunzelt, abends lacht, dass es schallt, der wird 100 Jahre alt. Wo ist jetzt ein Biergarten, aber wo ist der Ausschank? Die Landjäger gehen ihre Wege über Stock und über Stein, suchen Heimat für die Seele. Es ist schön, ein Landjäger zu sein. Es ist schön, ein Landjäger zu sein. Grüße gehen raus. Ah, ja, gute. Angefangen unter der Kastanie. Und beende unter der Kastanie. Herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart, ey. Landjäger, Grüße gehen raus. Was sehen wir uns bei der nächsten Wanderung, oder? Gute. Hey, das sind wir wieder. War geil. Herzlichen Dank für Mitkommen. Zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Puh. Jeder Schritt ein Gewinn. Wir sehen uns im nächsten Video. Gute!